Lukas, bitte hilf mir! Es geht um Wimble. Wimble fiel aus dem Nest. Du hast ihn aus dem Nest fallen lassen? Nein! Er ist gefallen! Ich hab ihn fallen lassen und dann ist er gefallen. Ich weiß ganz genau, was er jetzt braucht. Und zwar braucht er einen medizinischen Stups. Gut, dass Dr. Lukas gerade da ist. Stups! Hat nicht funktioniert. Er ist immer noch traurig. Ich weiß, was ihn aufmuntert. Wenn Lukas ein Lied schreibt und es ihm vorsingt. Weißt du, keine Spinne ist so musikalisch wie Lukas. Na, da bin ich mir gar nicht so sicher. Er macht Wimple wieder glücklich und darauf kann ich dir eine Lukas-Garantie geben. Hast du das gehört, Wimble? Das erzählen wir jetzt Mama. Mama, Wimble wird heute von Lukas das beste Lied aller Zeiten hören, damit er wieder glücklich ist. Okay, dann muss ich jetzt aber für Wimble das beste Lied aller Zeiten schreiben. Wimble, Wimble, Wimblebär. Dieses Lied fällt mir sehr schwer. Echt, Irene? Wimble ist also eine Maus? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich brauche unbedingt eine Inspiration. Ich gehe mal ein bisschen raus. Wimble, Wimble, Wimble. Nein, mir fällt überhaupt kein Lied ein. Oh, vielleicht würde ihm ja ein Lied über eine Motte gefallen. Lieber Herr Motte, ein Lied ich für Sie sing. Nur leider sind Sie nicht so hübsch wie ein Schmetterling. Was habe ich da gesungen?